Ja, hi zusammen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Session von Let's Talk, meiner kleinen Insta-Live-Runde, die ich jetzt jede Woche veranstalte. Und heute Abend begrüße ich einen ganz, ganz besonderen Gast, und zwar unsere SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken. Wir werden über verschiedene Themen sprechen. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten und auch sehr, sehr viele Fragen von euch erhalten. Ich freue mich drauf, diese auch mit Saskia später zu diskutieren. Ich habe versucht, sie ein bisschen zu clustern thematisch. Wir machen wirklich einen Rundumschlag über die deutsche Politik. Ich freue mich sehr darauf. Und jetzt sehe ich auch schon, dass die Saskia drin ist. Du? Vorab schon die Bemerkung, wir werden versuchen, möglichst auf alle Fragen einzugehen. Bei denen es am Ende nicht klappt, habt ihr natürlich nochmal die Gelegenheit, auch selber heute Fragen zu stellen. Ihr habt die Gelegenheit am Ende, wenn dieses Video hochgeladen wird, auch nochmal Dinge in die Kommentare zu schreiben. Ich werde dann auch nochmal mich mit Saskia kurz schließen, dass wir versuchen, dass wir die nochmal beantwortet kriegen. Und wenn wir es heute wirklich nicht schaffen sollten, eure Fragen abzuarbeiten, dann können wir vielleicht überlegen, ob wir sogar noch eine zweite Runde machen. So, hallo Saskia. Kannst du mich gut hören? Ja, ich kann dich gut hören, aber ich glaube, die Verbindung ist schlecht und ich stelle fest, dass ich ein Problem mit meinem WLAN habe. Da weiß ich jetzt nicht so recht, wie stabil wir sind. Aber wenn wir Pech haben, dann kriegen wir ein Problem. Dann müssen wir vielleicht umsteigen auf ein anderes Gerät oder was weiß ich, keine Ahnung. Das So am kriegen wir Abend sicherlich sowas, hin. das Ja, geht schön. gut. Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du Ja. heute dabei bist beim Let's Talk. Saskia, du bist SPD-Bundesvorsitzende. Kurz eine Frage am Rande. Bist du gerade in Calw oder in Berlin? Ich bin in Berlin. Du Wir haben bist in Berlin, Sitzungswoche diese okay. Woche. Genau. Genau, Haben ich würde wir. direkt einsteigen. Du bist jetzt Saskia? Ja. Wir haben ein So, jetzt Verbindungsproblem, ne? genau. Genau, wir haben ein bisschen ein Ja. Verbindungsproblem. Ich Ja. spreche immer ein bisschen langsamer. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich geh mal noch mal raus. Und gehe in die Mobilverbindung. Das hat keinen Sinn mit dem. Ja? Kleinen Moment. Dann versuchen wir es nochmal so. Alles gut. Ja, wir haben schon mal die Überleitung zum ersten Thema, Infrastrukturwunder Baden-Württemberg. Unsere wunderbare Bundesbildungsministerin ist der Ansicht, wir brauchen kein 5G an jeder Milchkanne. Nach einigen Live-Talks auf Instagram sehe ich das grundlegend anders. Ich glaube, uns hätte auch in Baden-Württemberg überall gutes Internet. Ganz gut, aber dazu bekommen wir sicherlich auch heute nochmal die Gelegenheit. Vielleicht, bis Saskia sich nochmal eingeklinkt hat, an euch auf die Aufforderung, falls ihr irgendwie Themen habt, die euch wichtig sind, falls ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare und dann können wir auch lebhaft gemeinsam diskutieren. Ich freue mich drauf. So, jetzt ist Saskia im mobilen Netz. So, hoffen wir, dass es besser ist. Ah, schön, Genau. das klingt doch schon viel besser. Ja, Ja, vielen Dank. perfekt. Ja, schön, Saskia. Nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde direkt einsteigen. Mach Wir das. haben ganz, ganz viele Fragen erhalten. Das heißt, es gibt ganz, Gut. ganz viele Themen, die die Leute beschäftigen. Und wir wollen ja versuchen, die alle irgendwie abzuarbeiten. Aber vorher interessiert mich, du Genau. bist jetzt seit knapp über einem halben Jahr Bundesvorsitzende. Wenn du mit drei Wörtern jetzt aktuell deine neue Tätigkeit beschreiben müsstest, was wären so die drei Wörter, die das alles zusammenfassen? Corona, Corona und Corona. Nee, also ehrlich, das ist gerade im Moment schon ein anderes Arbeiten, als man sich das eigentlich vorgestellt hat. Es mag vielleicht auch auf andere Zusammenhänge noch zutreffen, aber es hat schon sehr, sehr viel verändert. Ja, also
Insta Live mit dir zu machen. Das hätten wir vielleicht auch vorher schon gemacht. Aber wir haben ja nur noch Videokonferenzen, ja, und nur noch Telefonkonferenzen, und das von früh morgens bis spät abends. Früher war mal eine klare Trennung, auch in meiner Arbeit als Bundestagsabgeordnete. Wahlkreis, wenn ich im Wahlkreis bin, würde ich sagen, nicht im Bundestag bin, ja. Und jetzt fliegt halt alles durcheinander. Ich habe im Laufe eines Tages 10, 12 verschiedene Termine. Und das eine ist die Ebene, das andere ist die Ebene und dann nochmal das Thema. Das ist schon ist ein ziemlicher Ritt gerade. Aber es macht ganz Spaß. Andere Art zu arbeiten. Ja, schön. Ja. Umso mehr freut es mich, dass du dann auch irgendwie ein Zeitfenster gefunden hast zwischen deinen ganzen Konferenzen, die du aktuell hast. Und ich würde vorschlagen, wir steigen gleich ins erste Thema so ein bisschen ein. Durch Corona ist auch ein Thema, was wir vorher sehr, sehr intensiv diskutiert haben, ein bisschen untergegangen. Bei mir 30 Kilometer vor der Haustür wurde gestern endlich Fessenheim abgeschaltet, das älteste Atomkraftwerk in Frankreich. Ja. Und die Leute sagen, naja, der Klimawandel, der macht keine Pause wegen einer globalen Pandemie. Und viele fragen sich natürlich, was machen wir da als Partei auch jetzt aktuell? Stichwort Konjunkturprogramm, geht das weit genug klimapolitisch? Haben wir gerade ein bisschen vergessen, dass der Klimawandel ungehalten weitergeht? Haben wir das nicht mehr auf dem Schirm? Das kann man so nur wirklich nicht sagen. Ich finde, dass gerade das Konjunkturpaket ein ganz starkes Kapitel hat, das überschrieben ist mit Zukunftspaket, nicht Konjunktur, sondern eben auch Zukunft, also auch darüber rausweist, aber jetzt sofort wirksam werden soll, das nochmal bei der Schiene, nochmal beim ÖPNV, nochmal bei der Wasserstofftechnologie, beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für elektrisches Fahren und so weiter, nochmal oben jeweils eine Schippe oben drauf legt, die Kommunen nochmal drin bestärkt, auch mehr zu machen, energetische Gebäudesanierung und andere Investitionen. Ich glaube, dass wir da tatsächlich ganz, ganz wichtige Schritte gemacht haben. Wir haben ziemliche Prügel kassiert von der einen Richtung zum Thema Abwrackprämien für Verbrenner. Die andere Hälfte der Welt hat uns für gelobt. So ist es im Leben, aber auch wenn man Entscheidungen trifft, sind auch welche unzufrieden. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber vor allem, weil man sich so auf diese Prämie festgelegt hatte. Ja. Aber ich glaube, dass das Schimpfen, wir hätten uns von der Industriepolitik verabschiedet, das kann ich nur wirklich nicht nachvollziehen, weil da steckt wahnsinnig viel Industriepolitik drin. Natürlich hast du recht, der Klimawandel lässt sich von Corona überhaupt nicht beeindrucken. So wenig wie übrigens die soziale Schieflage im Land, im Gegenteil. Vieles, was da schon an Schieflagen da war, was wir schon gekannt haben, das kommt jetzt nochmal wie so unter so ein Brennglas. Und auch da müssen wir dranbleiben und dürfen nicht nur noch auf Corona schauen, ganz klar. Aber alles ist erstens mit diesem Koalitionspartner nur in gewissen Maßen und Grenzen zu lösen. Und zweitens gibt es natürlich auch Kompromisse, die mit der Realität ein Stück weit notwendig sind. Und manchmal ist es unmöglich machen, der reinen Lehre zu folgen, was ich auch an Stellen total gerne machen würde. Ich meine, in puncto Umwelt- und Klimaschutz, eine unserer ganz großen Stärken als SozialdemokratInnen war ja immer diese Kombination der ökologischen und sozialen Frage. Und dass das manchmal zu Spannungen führt, hat ganz, ganz stark jetzt das Thema Abwrackprämie gezeigt. Ich fand es goldrichtig, dass ihr euch da durchsetzen konntet, auch gegen den Koalitionspartner und nicht gegen die Gewerkschaften, aber natürlich gab es auch von Seiten der Gewerkschaften Stimmen, die da große Kritik geäußert haben. Vielleicht darf man an der Stelle, weil das geht mir in der Diskussion leider ein bisschen unter, ihr habt ja mehrere Milliarden auch vorgesehen für einen Struktur- und Transformationswandel. Auf den möchte ich jetzt vielleicht noch mal kurz zu sprechen kommen. Baden-Württemberg, wir bezeichnen uns gerne als Autoland. Wir aus Baden-Württemberg haben uns sehr früh gegen eine Autokaufprämie ausgesprochen. Wir waren da dagegen. Ich finde das auch richtig, dass wir da dagegen sind. Sie hätte wirtschaftlich nicht besonders viel Sinn gemacht. Das wäre jetzt vielleicht noch ein kurzes Goodie für die Autokonzerne, aber auf langfristiger Sicht hat nichts beigetragen zur Umwandlung dieses Riesensektors. Magst du da vielleicht so ein paar Takte sagen, was ihr euch auch dabei gedacht habt dann in den Verhandlungen und wie du dann auch damit umgegangen bist tatsächlich mit der Kritik auch durch die Gewerkschaften? Also was wir uns gedacht haben, ist ganz klar, wir sind der Auffassung gewesen, wenn wir investieren in diese Branche, und das ist eine der wichtigsten Branchen in Deutschland überhaupt, ganz klar,
Ich will die anderen damit nicht kleinreden, aber er hat eine starke Bedeutung. Aber was uns wichtig war, war eben, dass wir jetzt auch einen Zukunftsdrall für diese Branche entwickeln. Wir wissen, dass die in hohem Maße unter den digitalen Wandel mitzumachen, das autonome Fahren zu antizipieren, das, sagen wir mal, das autonomere Fahren auf jeden Fall schon mal Schritte dahin, aber auch die Produktion, ja, Losgröße 1, irgendwann wieder vielleicht zu einer Werkstattfertigung zu kommen und viele andere Dinge mehr in diesem Zusammenhang. Und auf der anderen Seite eben den Wandel zu anderen Antriebstechniken. Und da ist eben auch über die Jahre so eine Haltung entstanden. Die Wasserstofftechnologie ist ja auch eine Verbrennertechnik, wenn man so will. Da wird ja auch was verbrannt. Das heißt also, all die Abgastechnik und die Einspritz- und so weiter Technik, all das ist weiterhin notwendig. Und das ist beim Elektroauto nicht der Fall. Es ist ja immer die Klage, da ist die Fertigungstiefe viel geringer. Man braucht eigentlich viel weniger Arbeit dafür und da würden Arbeitsplätze vernichtet werden. Jetzt ist aber so, also ich habe in jungen Jahren mit 25, das ist echt schon ziemlich lange her, an der Universität Stuttgart, an einem Institut gearbeitet als Schreibkraft. Die haben Forschungsprojekte mit Daimler zur Wasserstofftechnologie gemacht. Und es wäre damals möglich gewesen, bereits zu sagen, wir machen da zwei Schritte weiter und wir gehen da in die industrielle Fertigung. Man hat sich dagegen entschieden. Und diese Wahrheit muss man auch aussprechen. Ja. Und jetzt die Elektromobilität ist ja lange weggedrängt worden. Man hat gesagt, ja, das können die Franzosen machen oder dieser Verrückte von Tesla. Und wir machen aber lieber unsere High-Level-Autos. Und da hat man, glaube ich, auch ein bisschen eine Entwicklung verschlafen. Ja. Und die dritte Herausforderung ist jetzt natürlich Corona, und zwar lange bevor wir an Lockdowns und Ähnliches dachten und an schwierige Hygienebedingungen und Kontaktbeschränkungen, und muss man ja in der Produktion auch drauf aufpassen. Aber schon lange vorher hatten die Probleme wegen Lieferketten. Da waren Lieferketten unterbrochen aus China oder von woher auch immer, Zulieferer, und die konnten nicht weiter produzieren. Auch unsere Maschinenbauer in Baden-Württemberg hatten schon sehr früh dahingehend Probleme. Und es sind eigentlich sehr viele Probleme auf einmal. Ja. Es wäre die einfachste Lösung gewesen, zu sagen, helft uns doch mal, unsere Halden wegzuverkaufen. Und wir gucken dann schon, wie wir klarkommen. Wir wollen auch da autark sein, in dem, wie wir uns entwickeln. Und wir haben aber gesagt, jetzt kommt es wirklich drauf. Technologie ganz stark zu fördern, Elektromobilität ganz stark zu fördern. Und da eben mit einem kleinen Aufschlag auf die bisher schon bestehende Kaufprämie für Elektroautos nochmal was obendrauf zu machen und ansonsten Forschungsförderung und Entwicklungsförderung zu machen. Und ich glaube aber andererseits ist durch die AFA und durch den Verlustrücktrag und viele andere Maßnahmen für die Liquidität doch auch einiges an Bewegungsfähigkeit für die Unternehmen entstanden, schon auch selber noch Entwicklungen mitzugestalten. Die Mehrwertsteuersenkung, wenn du so willst, kannst du dir als Kaufprämie betrachten. Ja? Das ist auch eine Unterstützung dabei, eben Dinge zu verkaufen. Ehrlich gesagt, wenn ich mich so umschaue, selbst bei denen, die nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, herrscht im Moment so eine, also bei Menschen, Bürgerinnen und Bürgern man sagt Attentismus, so eine Haltung, dass man sagt, oh, jetzt warten wir erst mal ab. Also so eine große Entscheidung wie einen Neuwagen zu kaufen, das macht man jetzt gerade nicht, egal wie hoch der Rabatt ist. Und das ist genau auch das Problem. Wir wollten jetzt wirken, sofort eben. Und deswegen haben wir diese Maßnahmen ergriffen. So, und jetzt die Frage mit der Kommunikation. Naja, man muss im Gespräch bleiben. Das ist immer auch Beziehungsarbeit, auch wenn gerade alle stinkig miteinander sind, muss man miteinander reden. Das sind nicht wenige Genossinnen und Genossen da bei den Gewerkschaften, bei der IG Metall. Und dann muss man gemeinsam nach vorne schauen und jetzt schauen, wie man mit den Instrumenten, für die wir uns entschieden haben, auch ein gutes Ergebnis erzielen kann.
Du hast es gesagt, Stichwort Zulieferbetriebe, Stichwort Zulieferketten. Ich hatte das Gefühl, das ging in der Debatte vollkommen unter. Wir haben sehr, sehr stark uns auch fokussiert auf die großen Konzerne. Das war Zentrum der Debatte. Soll es jetzt diese Kaufprämien geben? Das wäre auch eher interessant für die ganzen Bestände, die eh schon produziert sind, so dass die loswerden. Und das hat mich auch ganz stark in der Debatte gestört. Ich habe auch am Tag danach, als dann die große Welle der Kritik kam, auch im Spiegel und SZ etc. pp. Durch die Gewerkschaften habe ich dann selber hier in Baden-Württemberg einen Hörer in die Hand genommen und die jungen GewerkschafterInnen, die ich kannte, halt mal angerufen und gesagt, was soll denn das jetzt? So, das bringt uns beiden ja irgendwie jetzt nicht weiter. Und ich habe mehrheitlich dann auch das Feedback bekommen, dass die Mittel, die jetzt für diesen Transformationsprozess in Gang gesetzt werden, dass die deutlich interessanter sind, weil das ist ja das, was wir auf langfristiger Sicht brauchen. So, wir sind in Baden-Württemberg von diesem Sektor Automobilindustrie abhängig und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir diese Entwicklung beschleunigen können, die wir in den letzten 20 Jahren verschlafen haben. Ja. Und uns haben natürlich sehr, sehr viele Leute geschrieben auch im Vorfeld unseres kleinen Talks, die sich generell mit der Frage befasst haben, Gesellschaftswandel, Wirtschaftswandel und man kann Corona, du hast vorher auch das Wort Brennglas, ich habe das jetzt auch hier notiert als Stichwort, Corona wirkt ein bisschen wie ein Brennglas. Wir kannten die Probleme schon vorher, die sind ja nicht neu, auch das, was bei Tönnies passiert, Menschen, die unter unmenschlichen Bedingungen da wirklich gehalten werden, tut mir leid, wenn ich das so drastisch sage, die Werke Vertragsthematik. Corona wirkt wie ein Brennglas. Und meine Angst ist so ein bisschen, und da würde mich auch interessieren, wie siehst du das? Meine Angst ist so ein bisschen, dass gerade die konservativen Kräfte jetzt eher dazu tendieren, zu sagen, wir müssen jetzt lockern, wir müssen die Regelungen wieder öffnen, wir müssen jetzt die Wirtschaft ankurbeln. Ja. Jetzt hört mal auf mit eurem Sozial-Hippie-Tum. Das bringt uns jetzt auch nicht groß weiter. Wie siehst du das? Ja, also ich glaube, dass das Konjunkturpaket ja eine deutlich andere Sprache spricht. Wir haben mit dem Kinderbonus zum Beispiel eine starke sozialpolitische Maßnahme da drin stecken. Wir werden aber auch natürlich jetzt im Gefolge sowohl in der Koalition als auch in der Erarbeitung unseres Regierungsprogramms Richtung Wahlkampf ganz klar auch die sozialpolitischen Themen setzen. Neben den klimapolitischen und den umweltpolitischen und neben vor allem auch ein weiteres wichtiges Thema, der Zusammenhalt. Solidarität und Zusammenhalt sind Werte, die eben, wenn du jetzt die negativen Dinge genannt hast, die unters Brennglas gekommen sind, positive Dinge sind aber auch unters Brennglas gekommen. Mhm. Wir haben eine hochsolidarische Gesellschaft. Wir wissen, wo es dran mangelt, wo, wenn Solidarität fehlt, wo es dann dran fehlt, dass die Menschen so unter Druck stehen mit Arbeitsmenge und Arbeitsbelastung, dass sie gar keine Zeit mehr haben, über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, wie geht es eigentlich den Nachbarn, sobald die Zeit da ist. Das hat ja auch Corona mit sich gebracht, dass die Leute plötzlich Zeit hatten. Dann entdeckt man auch wieder andere Lebensrealitäten und kommt sich auch näher. Und das finde ich auch total wichtig. Und ich glaube, das habe ich aber schon Anfang des Jahres auch ohne Corona gesagt, dass wir vor einem Jahrzehnt der Sozialdemokratie stehen, weil wir so eine Weiterentwicklung haben, eben genau in Richtung Zusammenhalt. Die Wirtschaftsinstitute in Vorbereitung von Davos haben gesagt, ihr müsst auf Verteilung schauen. Verteilungsungerechtigkeit ist nicht nur ungerecht, sondern es ist vor allem auch volkswirtschaftlich völlig irre, weil das kostet zu viel, wenn wir einen Teil der Bevölkerung von Bildungschancen ausschließen und von Perspektiven ausschließen. Schließlich müssen wir die mitfinanzieren, Und die Folgekosten sind hoch, abgesehen jetzt von der Schieflage und von der Ungerechtigkeit. Und wir brauchen die Leute, Wir müssen investieren. Und deswegen schaut auf die Verteilungsgerechtigkeit. Ist jetzt nicht unbedingt was man normalerweise erwartet von einem Wirtschaftsinstitut, also vom World Economic Forum, dass diese Studie in Auftrag gegeben hat, eben Ungleichheit in den Ländern. Und insofern glaube ich, dass wir gegenhalten können. Wir haben im Konjunkturpaket zum Beispiel vereinbart, dass die Sozialabgaben nicht steigen sollen über diese magische Grenze der 20%, dass wir aber auch die Leistungen nicht zurückfahren werden. Das heißt also, wir sind bereit, Steuern mit steuerlich zuzulegen, wenn es notwendig ist.
Jetzt haben wir wieder ein Verbindungsproblem. Also ich sehe dich jetzt jedenfalls gerade noch mit. Geht's wieder oder hörst du Okay. mich sowieso die ganze Zeit? Ja. Also ich höre dich eigentlich ganz gut. Hörst du mich? Ja, dann spreche ich einfach weiter. Sprich einfach weiter. genau. Und ihr sagt, wenn es schief geht. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine gute Basis haben, um bei den Sachen zu bleiben. Wenn, sagen wir mal, jemand, wie einzelne Leute aus der CDU-Fraktion sagen, jetzt müsste aber der Mindestlohn mal abgesenkt werden oder zumindest darf es keine Steigerung geben, dann wird er auch ziemlich schnell aus den eigenen Reihen eingefangen. Man sagt, jetzt lass mal gut sein. Ist nicht der richtige Weg. Klar wollten die den Soli für alle abschaffen. Das war jetzt schon irgendwie so ein Fenster, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir uns um unsere Schäfchen kümmern, also die oberen 10%, ja. Aber gut, ich meine, das sind dann auch immer wieder so Anläufe, wo man dann auch relativ schnell klar machen kann, nee, nicht mit uns, Leute. Das Wirtschaftsmodell insgesamt. Jetzt hast du natürlich auch die mit den Ausführungen, die gehen natürlich auch immer von der knallharten Realität aus, wie es jetzt aktuell aussieht. Was die Corona-Krise aber natürlich uns auch ein bisschen gezeigt hat, ist, dass es ganz, ganz viele Bereiche des öffentlichen Lebens, des Zusammenlebens geben, die der Markt nicht regeln kann. So, jetzt kann sich natürlich glücklich zurücklehnen und sagen, ja, wir haben es euch doch gleich gesagt, aber das ist ja auch nicht unser Anspruch. So. Und Ja. deswegen, Saskia, brauchen wir eine neue Art des Wirtschaftens? Hier stellt auch zum Beispiel der Keno aus Karlsruhe gleich die Frage, ist der BIP für die Zukunft eine relevante Zahl? Also brauchen wir eine neue Form des Wirtschaftens? Müssen wir anders wirtschaften? Stichwort Gemeinwohlökonomie. Wie siehst du das? Gemeinwohl ist ein ganz wichtiges Stichwort und ich glaube tatsächlich, dass das in der Zukunft eine größere Rolle spielen muss als wirtschaftspolitisches. Als Kern unserer Wirtschaftspolitik, dass wir die Wirtschaft Richtung Gemeinwohl entwickeln müssen. Wir haben gestern Abend ja eine sehr interessante Veranstaltung gehabt, den ersten Zukunftsdialog, wo wir uns auch mit Experten eben, mit externen Experten, aber vor allem auch mit zugeschalteten dann Live-Chat und so weiter mit der Bevölkerung in die Debatte begeben und da sind wir relativ schnell von der Betrachtung auf die prekäre Beschäftigung gekommen, auf die Frage, wie funktioniert eigentlich unsere Arbeitswelt? Wenn wir das Ganze als System denken, funktioniert es, kann es noch weiterhin so funktionieren wie bisher, dass wir nur in Effizienz auf Effizienz setzen und alles muss hundertprozentig funktionieren, besser 120%. Wer nicht 120% leisten kann, ist raus aus dem System. Den alimentieren wir. Da haben wir auch gar kein Problem mit. Einen gewissen Bestandteil nicht gesunder Menschen, nicht volle Kanne leistungsfähiger Menschen. Das ist so eine Haltung, die aber nicht mehr funktioniert, ja. Weil wir gesehen haben, wenn so eine Gesamtstörung wie Corona vorkommt, das kann immer wieder passieren, sowas, dann sind wir nicht resilient. Das heißt, wir sind nicht, wir können damit nicht umgehen, weil wir keine Überzahl haben, sondern bei den Lieferketten bräuchten wir eine Überzahl, nicht jetzt auf einen Lieferanten setzen aus einem weit entfernten Land, der besonders günstig produzieren kann. Nichts dagegen einzuwenden, aber wenn der wegfällt, dann sind wir am Arsch, ja. Also wenn es um Medikamente geht, Antibiotika zum Beispiel, die Vorstufen kommen alle aus China. Wir sind echt im Eimer, wenn die sagen, wir liefern euch nicht mehr oder wenn sie nicht mehr können. Das ist ja jetzt gar nicht die Frage, ja. Und da also, wie dann meine Freundin Nina Zweig gesagt hat, Redundanzen zu haben, also Überflüssigkeiten eigentlich, wenn man so will, aber auch, sagen wir mal, in der Schule. Nicht mit einer Lehrerversorgung von 98% zu glauben, damit kann man arbeiten, ja. Du brauchst natürlich 110%, weil immer jemand krank ist, immer irgendwas schief geht, du irgendwas zusätzlich machen musst, auch mal in Ruhe reagieren können musst auf eine Mangelsituation oder auf eine problematische Situation. Und so kannst du es nie, ja. Und wir sind aber auf diese Effizienzgeschichte so getrimmt, das tut uns aber allen nicht gut, naturgemäß. Ja, und die Frage eben, wie entwickeln wir uns da weiter? Aber auch natürlich, worein, wenn wir jetzt, wir arbeiten ja hauptsächlich mit Regeln und mit Fördermitteln. Wohin geben wir unsere Fördermittel? Welche Regeln stellen wir auf? An welchen Werten orientieren wir uns da?
Und da kommt es natürlich auch ganz stark drauf an, jetzt gerade in der Entwicklung von weiterer Digitalisierung, maschinellem Lernen, was auch immer da noch kommt, nach welchen Werten orientieren wir uns da? Ist eher der US-amerikanische Weg unser Weg? Ist der chinesische Weg unser Weg? Oder haben wir für Europa vielleicht eigene Ideen und Wege, auf der Grundlage unserer Werte da eine bessere Entwicklung zu machen und klarer auch zu machen, Gemeinwohl hat für uns Vorrang. Ich meine, gerade den letzten Punkt, den du auch nochmal erwähnt hast, mit welchem Ziel wirtschaften wir? Die Diktion der Vergangenheit war ja immer größer ist besser. Wir wollen groß hinaus, wir wollen in die Welt und. Und das führt eben zu ganz perversen ökonomischen Strukturen, so dass wir hier zu ein T-Shirt für 99 Cent kriegen, wo es dann Angebote gibt, das kann man ja jeden Tag wegschmeißen, wo wir Fleisch beziehen in Mengen, die A, nicht mehr gesund sind und B, aus Bedingungen, wo wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass da nicht mehr viel Fleisch drin ist. Und das sind natürlich auch Probleme, die wir gesamteuropäisch auch ein bisschen angehen können. So. Also ich meine, Stichwort Lieferkettengesetz haben wir auch in der Partei ganz, ganz stark diskutiert, den EU-Binnenmarkt auch zu regulieren auf Firmen, die sich gewissen mindestethischen Standards oder so versprochen haben. Und das ist vielleicht eine Chance jetzt, die wir durch diese Krise haben, ein Stück weit zu überlegen, wo geht diese Gesellschaft hin? Wo geht diese Wirtschaft hin? Wo geht dieses System? In welche Richtung soll es gehen? Und da freut sich natürlich ganz besonders, dass wir eine SPD-Bundesvorsitzende haben, die das ganz klar das Gemeinwohl als oberstes Ziel, weil ich verstehe das auch so ein bisschen als unsere sozialdemokratische Grund-DNA. Jetzt sehe ich aber ganz viele Leute stellen schon so ein paar Fragen und einige beziehen sich auch nochmal auf das Thema Umwelt tatsächlich. Einige Fragen nach dem Kohleausstiegsgesetz. So, es war diese Woche natürlich Thema. Ich glaube, du konntest dir denken, dass es auch heute irgendwie nochmal Thema wird. Magst du das nochmal auch vielleicht für diejenigen, die zuschauen und nicht so in der Thematik drin sind, das nochmal ganz kurz umreißen, um was es da geht? Weil ich glaube, das hilft auch immer, sich so eine Meinung zu bilden und vielleicht dann auch direkt auf die Frage einzugehen, ob das denn jetzt eigentlich mit den 1,5-Grad-Zielen von Paris kompatibel ist. Ja, mache ich gerne. Ich will ganz kurz noch sagen, dass ich habe gerade gesagt, zwei Dinge bestimmen, zwei Mittel haben wir in der Wirtschaftspolitik, da ist ein drittes und das ist unser eigener Einkauf und unsere Vergabe. Das heißt also, wir als Staat sind ja auch großer Kunde bei vielen Unternehmen und auch da haben wir natürlich die Möglichkeit, ganz gezielt auch das zu fördern, was wir fördern wollen und jetzt sagen wir mal, vielleicht doch nicht bei Huawei einzukaufen, sondern bei Ericsson, um dann auch Souveränität auch zu erzielen. Ja? Das ist die dritte wichtige Säule. So, das Kohleausstiegsgesetz und die Verträge, die wir da jetzt machen. Das ist natürlich ein Riesenkompromiss, sowohl mit den Unternehmen als auch mit dem Koalitionspartner, ganz klar. Und im Übrigen auch mit den Regionen, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Jetzt muss man in zwei Dingen vielleicht mal in die Geschichte zurückblicken. Das eine ist der Atomausstieg, wo wir drauf blicken müssen. Und das andere ist unser eigenes Verhältnis zur Kohle. Ich kann mich erinnern, dass die SPD Baden-Württemberg vor einigen 5, 6 Jahren bei einem Bundesparteitag einen Antrag gestellt hat zum Kohleausstieg. Und der wurde abgelehnt. Aber anschließend hatte Baden-Württemberg ein Parteivorstandsmitglied weniger. Es war in der SPD nicht möglich, über dieses Thema zu sprechen, ohne sich selbst zu beschädigen. Und das ist ein großes Verdienst von Andrea Nahles, dieses Thema, genauso wie den Abschied von Hartz IV, für uns aufgemacht zu haben, uns geöffnet zu haben für diese beiden Themen. Wir verabschieden uns von Hartz IV, wir verabschieden uns von dieser historischen Verbindung zur Kohle, nicht von den Menschen selbstverständlich, aber von dem Festhalten daran, dass wir unbedingt weiterhin Kohle fördern müssen, weil sonst haben die Kohlekumpel keine Arbeit mehr. So, und damit ist eigentlich erst die Entwicklung möglich gewesen, die jetzt gekommen ist. Wir haben einen ähnlichen Weg beim Atomausstieg gemacht, weil Helmut Schmidt war ganz großer Fan der friedlichen Nutzung der Atomenergie für unsere Stromversorgung. Ein Grund, warum die Grünen sich gegründet haben und warum ich als junge Frau nicht in die SPD eintreten konnte, sondern erst später. Und aber 2001, 2002
hat Rot-Grün dann eben den Atomausstieg beschlossen. Und dieser Atomausstieg sollte dauern bis, du hast gerade von Fessenheim gesprochen, bis 2021. Klar, die CDU Schwarz-Gelb hat zwischendrin so eine Volte gemacht, aber der Atomausstieg war ein gesamtgesellschaftlicher Konsens. Alle waren einverstanden, auch die Unternehmen, dass wir nachher so hohe Zahlungen leisten mussten. Das war wegen dieser schwarz-gelben Volte. Da müsste Mindy eigentlich heute noch dafür an die Wand nageln. Aber es war tatsächlich auf 18, 19 Jahre angelegt. Und wenn wir jetzt sagen, wir steigen aus der Kohle aus bis 2038, dann erscheint es auch wahnsinnig weit weg. Aber es sind eben auch diese 18 Jahre, die es braucht, um eine Energieerzeugung noch ein Stück weiter umzubauen. Wir sind ja also eine der wenigen Volkswirtschaften, die sich das auf sich nimmt, in Anführungsstrichen, gleichzeitig aus dem Atomstrom und aus dem Kohlestrom auszusteigen. Das ist schon ziemlich, ziemlich ambitioniert. Klar könnte man früher aussteigen und könnte das alles schneller voranbringen, aber wichtig ist für uns eben, und da hast du vorher auch von gesprochen, von der sozial-ökologischen Wende, dass wir eben Wert darauf legen, dass wir auch in den Regionen, die da betroffen sind, einen Strukturwandel hinbekommen, dass die Menschen wieder Perspektiven haben und nicht ins Nichts fallen. Das darf nicht sein, dass ganze Regionen im Elend versinken im Prinzip. Und da kommt es uns natürlich auch drauf an. Jetzt ist aber dieses Kohleausstiegsgesetz auch nicht so unveränderbar, wie das von manchen dargestellt wird, sondern es ist natürlich so, was oben drüber schwebt und wichtiger und stärker ist, ist das Klimaschutzgesetz. Und das Klimaschutzgesetz verpflichtet uns ja, jedes Jahr zu schauen, sektorenscharf, also für den Verkehr, für die Gebäude, für also Heizung und so weiter und auch für die Energie, für die Stromerzeugung, haben wir die Zwischenziele, die wir uns gesetzt haben, damit Paris erreicht werden kann, haben wir die erreicht oder nicht? Und wenn nicht, dann muss nachgeschärft werden. Und das heißt, wir sind auch da möglicherweise in kurzer Zeit an der Stelle, dass wir sagen müssen, das hat nicht gereicht, wir müssen schneller machen. Soweit ist es jetzt ein Kompromiss mit der Realität, ein Kompromiss mit unserer eigenen Geschichte und ein Kompromiss natürlich mit den Unternehmen und mit dem Koalitionspartner. Und wenn ich jetzt von denen spreche, die ihn ausgehandelt haben, wie Matthias Mirsch zum Beispiel, ein ganz großartiger Kollege aus der Bundestagsfraktion, der sehr zufrieden ist mit diesem Kompromiss, dann muss ich sagen, wenn Matthias damit zufrieden sein kann, dann kann ich auch damit zufrieden sein, für heute auf jeden Fall. Sollten wir nach dem Herbst 2021 andere Mehrheiten haben, lass uns total gerne die Daumenschrauben anziehen. Das freut mich natürlich erstmal sehr zu hören, die Bereitschaft danach zu steuern. Ich würde das unterschreiben, was du gesagt hast, gerade das, was das Thema Strukturwandel anbelangt. Wenn ich jetzt mit Jusos aus der Lausitz spreche oder sowas, die haben da auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, einen ganz, ganz anderen Blick auf das Thema, als wir das jetzt vielleicht haben. Und ich freue mich auch tierisch über Fessenheim. Genauso wichtig finde ich es aber schon auch, dass wir jetzt nicht im wohlstandsgesättigten Südbaden sagen, hey, alles super, sondern tausende von Franzosinnen und Franzosen haben jetzt ihre Jobs verloren. So. Und das gehört halt zur Wahrheit dazu, beziehungsweise die wurden ausgelagert, mit Sozialplänen abgeschafft und. Und jetzt die in diesem Strukturwandel zu begleiten, halte ich für ganz, ganz wichtig. Jetzt kriegen wir natürlich Argumentationsprobleme, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, wenn dann so Geschichten natürlich zutage kommen wie Datteln 4. Wie wollen wir da irgendwie argumentieren, Saskia? Ja, das ist schwer zu begründen, das kann ich schon nachvollziehen, ist einfach Teil eines Gesamtpakets und hat bei uns auch zu vielen Fragezeichen geführt, die nicht alle beantwortet werden konnten, ehrlich gesagt. Das ist da wurde lang dran verhandelt und in allen Richtungen mussten Regionen befriedet werden und mussten auch Unternehmensinteressen ganz klar mit befriedigt werden. Und zwar einfach deshalb, weil wir diese Unternehmen für die Energiewende auch brauchen. Wir brauchen auch deren Wirtschaftskraft und deren Existenz überhaupt, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Ich bin dafür, dass wir die Energiewende hin zu den Erneuerbaren auch dezentral und stärker in Bürgerhand und so weiter schaffen. Aber dass wir allein auf der Grundlage von Solaranlagen auf Bürgerinnen und Bürgerdächern unseren Strom erzeugen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Und deswegen glaube ich, brauchen wir die Konzerne auch weiterhin. Danke für deine ehrliche Antwort.
Jetzt sehe ich da noch ein paar Fragen zum Thema Kohleausstieg. Die gehen aber alle in tatsächlich in ähnliche Richtungen. Und deswegen würde ich tatsächlich auch jetzt mal überlegen, ob das nicht vielleicht ein Thema wäre, dem man einen eigenen Let's Talk widmen könnte, mit einer Expertin oder einem Experten zu dem Thema. Das ist Weil eine ich würde gute nämlich Idee. sehr, sehr gerne mit dir noch einen anderen Punkt ansprechen, Saskia, zu dem sehr, sehr viele Fragen auch kamen. Man Okay. hat als Politikerin diese schwierige Rolle, dass man Themen ansprechen muss, bevor man Ja. sie bearbeitet. Und es gibt Themen, die spricht man sehr ungern an. Und da gehören auch gewisse Berufsgruppen dazu. Und du hast ja auch was getwittert zum Thema Polizei und hast einen Vorschlag gleich dazu geschrieben, über der dann leider irgendwie total untergegangen ist. Aber das war eigentlich so ein bisschen auch die Kernaussage des Tweets, so wie ich ihn den gelesen habe. Saskia, ganz provokant, haben ein paar Leute gefragt, hasst die SPD jetzt die Polizei? Natürlich nicht. Ich habe übrigens nicht getwittert, tatsächlich, sondern es war ein Pressestatement. Die Funke Mediengruppe hatte mich Das. angefragt zu den Demonstrationen für Black Lives Matter hier in Deutschland. Und dazu habe ich mich geäußert, habe was über George Floyd gesagt und über Rassismus in den USA und dass die Demonstranten aber auch auf die Situation in Deutschland blicken. Und das ist, und dann habe ich gesagt, es gibt latenten, wie ich ausgedrückt habe, latenten Rassismus in den Reihen der Polizei, der durch Strukturen bekämpft werden muss. Und dass ich der Überzeugung bin, dass die große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten diesen solchen Tendenzen sehr kritisch gegenübersteht und unter den Vorurteilen leidet, die durch diese Tendenzen entstehen. Der dritte Satz, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, ist oft dann in den Zitaten weggelassen worden. Es wurde ja, ist ja immer weiter verdichtet worden. Je Springer, desto verdichteter. Am Ende stand da Esken pauschalisiert und so. Und ebenso haben leider auch viele Gewerkschafter, viele Polizistinnen und Polizisten selbst natürlich auch, aber leider auch Mitglieder der SPD, Justizministerin und Innenminister reagiert. Die haben nicht etwa zum Hörer gegriffen und haben gesagt, sag mal, was hast du denn da gesagt? Sondern die haben die Überschrift gelesen und haben draufgehauen. Und das ist nicht immer so schön. Also für mich war es jetzt in dem Fall zum Beispiel nicht so schön. Ich war dann eingeladen, auf Einladung von Boris Pistorius, ja in Nienburg, in dieser Polizeiakademie, habe mit den Polizistinnen und Polizisten, mit den Auszubildenden dort, das ist eine akademische Ausbildung, so ein duales Studium. Ich habe mit denen gesprochen und habe dort nochmal deutlich gemacht, ich habe in meinem Leben noch nie negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht, obwohl ich echt auch in schwierigen Zeiten groß geworden bin. Ich habe gegen Atomkraft demonstriert, ich bin in RAF-Zeiten groß geworden, da war ich Jugendliche, ja, da war es auch mal ungemütlich, aber es waren keine negativen Erlebnisse für mich. Bin in meinem Leben, jetzt bin ich 58 Jahre alt, zweimal anlasslos kontrolliert worden. Einmal hat einer der Polizisten gerufen, die kenne ich mal Schulkamerade, die können da laufen lassen. Super. Und das andere Mal war so ganz normale Verkehrskontrolle. Also in 58 Jahren. Und dann habe ich gesagt, so, und ich habe einen Mitarbeiter in meinem Bundestagsbüro, der stammt aus dem Iran, der ist mit 11 Jahren hierher gekommen. Der hat einen Doktor der Philosophie gemacht und ist Informatiker außerdem und der ist mein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und der kommt jeden Tag morgens mit der S-Bahn am Hauptbahnhof in Berlin an und geht dann rüber ins Paul-Löbe-Haus und arbeitet da für mich. Und er wird einfach jeden Tag zweimal kontrolliert, einmal morgens und einmal abends. Und jetzt überlegt mal, habe ich zu den jungen Polizistinnen und Polizisten gesagt, überlegt doch bitte mal, was macht es mit diesen Menschen? Und der ist gut gesettelt, der weiß, dass er ist super integriert, er hat einen festen Platz in unserer Gesellschaft, der hat Frau und Kind und hat bei mir einen Job und hat noch nebenher, macht noch an. Was macht es mit welchen, die nicht so gut gesettelt sind, die nicht so gute Perspektiven haben, die das Gefühl haben, ich bin hier ein Risikofaktor, jedenfalls werde ich so betrachtet und zwar nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe und dachte, das kann ich auch nicht wegmachen. Ja? Ich sehe fremd aus und damit bin ich gefährlich. Und das ist eine andere Realität.
Und diese Realität teilen jetzt nicht so wenige Menschen in Deutschland. Das sind mittlerweile, weiß ich nicht, 30, 35%. Und denen ihre Wahrnehmung abzusprechen und zu sagen, nee, Rassismus, nee, haben wir nicht. Das darf es nicht geben, weil wir es nicht haben wollen. Das reicht nicht. Ich unterstelle niemandem hier, dass er per se und mit böser Absicht rassistisch ist. Ehrlich gesagt, wir sind alle ein Stück weit, weil wenn ich in mein Spiegelbild gucke, dann fühle ich mich am wohlsten, weil das ist mir am vertrautesten. Jeder Schritt Fremdheit führt dazu, dass ich erstmal so mache und dann muss ich anfangen zu intellektualisieren und sagen, ey, kann ja sein, der ist ganz okay, ja. Das ist ganz normal und je fremder, desto fremd. Aber das müssen wir schon als Institution auch schaffen, sowas zu überwinden. Und wenn ich dann eine baden-württembergische NSU-Ermittlungsakte lese und da steht drin, wegen der Brutalität der Taten ist von einer südländischen Täterschaft auszugehen, dann will ich einfach nicht drüber nachdenken müssen, darf ich sagen, es gibt Rassismus in der Polizei, weil natürlich gibt es den. Aber wir müssen doch konstruktiv und kritisch damit umgehen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ja, das ich meine, gut, dann hatte ich gute Gespräche, aber am Ende haben sie draus gemacht in der Presse, ich sei umgefallen. Ja, ich meine, die gefallen hat. Und auch gegen die war ich ziemlich machtlos. Ich meine, diese Tabuisierung von bestimmten Themen, die findet ja in der Politik in vielen Bereichen statt. Ich habe mal Lehrer kritisiert, da habe ich nichts Vergleichbares, um Gottes Willen, aber da musste ich dann auch ziemlich viele böse Tweets mir anhören, dass ich ja keine Ahnung hätte, was Lehrer alles durchmachen und. Und ich glaube, das hindert uns nur, weil in der Politik geht es ja darum, ganz lapidar mal dahergesagt, Dinge besser zu machen. So. Und wenn wir Dinge offen ansprechen. Beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Exakt, so. Es geht am Ende ja darum, Dinge zu professionalisieren. Und ich hatte einen sehr, sehr spannenden Insta-Live, auch letzte Woche mit der Deria Türk-Nachbauer, die kennst du ja auch. Und wir haben mal über das Thema Diskriminierung, Antirassismus unter der ketzerischen Frage, wie viel Antifa steckt noch im Ländle, haben wir ein bisschen diskutiert. Und Deria hat Dinge berichtet, die ich aus meiner Lebensrealität nicht kenne. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns eben nicht nur auf unsere eigene Wirklichkeit stützen, sondern eben die Erfahrung auch anderer Menschen, die selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft sind, damit einzubeziehen. Ja. Und wenn wir einfach pauschal sagen, in den Sicherheitsbehörden gibt es keine Rassismus, die haben absolut kein Problem, dann vernachlässigen wir ja auch die ganzen strukturellen Punkte, die man besser machen kann. Und davon profitieren ja dann die Beamtinnen und Beamten, die ihren Job richtig machen. Und ich habe bei mir im Ortsverein einen jungen Polizisten, der ist 27, hatte zwei kleine Kinder und dass der Besseres zu tun hat am Sonntag, als in voller Kampfmontur hier in Freiburg irgendwelche Demos zu schützen, da bin ich mir auch relativ überzeugt davon. Und der ist Sozialdemokrat mit Herz so. Und gerade für diese Beamtinnen und Beamten, glaube ich, ist es genau das Richtige, wenn man diejenigen, die sich falsch verhalten, diejenigen, die eben diskriminieren, die sich rassistisch verhalten, da rausfiltert. Ich meine, anders werden wir dieses Problem auch nicht in den Griff bekommen. Ja, die rausfiltert oder eben Strukturen einrichtet, die es ihnen ermöglichen, auch sich von ihren Vorurteilen zu trennen, ja. Die Vorurteile entstehen auch im Alltag, wenn du ständig mit schwierigem Verhalten konfrontiert wirst, dann wirst du auch irgendwann, baust du Schubladen, Denkschubladen auf, ja. Wie kann ich die überwinden? Jeder Mensch, der mit anderen Menschen arbeitet, dessen Aufgabe ist mit Menschen zu arbeiten, hat Supervision. Sonst funktioniert es nicht, ja. Das bräuchten übrigens Lehrer haben es auch nicht. Allenfalls, dass sie sich im Kollegium untereinander mal unterhalten. Manche sind mit Lehrern verheiratet, ziemlich viele sogar. Dann machen die es zu Hause, aber so richtig Supervision ist es auch nicht, ja. Aber Sozialarbeiter machen sowas. Und warum sollten Polizisten nicht notwendig haben, über ihre eigene Rolle, über das, wie spricht man miteinander und wie kommt man, wie Deeskalation und so weiter. Die haben ja wirklich gute Instrumente, ja. Aber mit der eigenen Entwicklung umzugehen, das klappt offenbar noch nicht so gut, wie ich es mir vorstellen könnte. Aber man gesteht mir das auch nicht zu, mich dazu zu äußern. Das ist das Allerschärfste übrigens, weil du Lehrer sagst, das muss ich noch erzählen. Unser Altkanzler und Ex-SPD-Vorsitzender Gerhard Schröder
hat sich darin gefallen, eine Podcast-Reihe einzurichten mit Herrn Schwennicke von Cicero. Kann man machen. Bei seiner ersten Veranstaltung wurde er von Schwennicke gefragt, wie er denn das findet mit diesem Rassismus in der Polizei, in meiner Provokation, wie Schwennicke das nannte. Und er sagte dann, Sie haben doch in Ihrer Zeit, Herr Schröder, auch provoziert. Ich denke da mal an die alten Säcke, die faulen Säcke. Genau, und weil nämlich Schröder Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat, auch ein gewisses Wählerklientel der SPD. Und Schröder fand, das hätte überhaupt nichts miteinander zu tun. Das wäre überhaupt nicht vergleichbar. Ja, interessante Betrachtungsweise, weil die SPD hätte sicherheitspolitisch sowieso, man wäre auf beiden Augen blind und das wäre doch kein Zustand. Und da könnte man jetzt nicht auch noch mit sowas. Jo. Ich meine, okay. Sozialdemokratische Sicherheitspolitik heißt, dass wir auch einen Staat brauchen, der diejenigen schützt, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu schützen. So. Und wenn wir das durch solche Debatten, die du jetzt angestoßen hast, ich finde es richtig, kann man anderer Auffassung sein, sehe ich jetzt auch im Chat so ein bisschen, aber wir müssen diese Debatten führen so, und wir können ja jetzt nicht mit Schleier und den Scheuklappen durch die Gegend laufen und sagen, wir tabuisieren jetzt irgendwelche Themen und denken, wir machen dadurch irgendwas besser. Jetzt habe ich aber schon ein paar Mal noch eine Frage gesehen, die jetzt zwar was mit Sicherheit zu tun hat oder mit innen, jetzt nicht unbedingt mit innerer Sicherheit, aber mit Sicherheit im größeren Stile, und zwar zu den Schlagzeilen, wo ich sagen muss, da war ich auch sehr irritiert. Zu den unbemannten Kriegsdrohnen und einer potenziellen Bewaffnung, dass wir da potenziell eine gewisse Offenheit hätten. Magst du da vielleicht ein paar Takte zu sagen? Ja, da habe ich es auch so gehalten, wie man es eigentlich machen müsste, und habe erst mal mit der Kollegin gesprochen und auch mit Rolf Mützenich, bevor ich mich dazu geäußert habe. Ich bin auch bei Twitter angesprochen worden, was ist denn das jetzt? Und das kann ja wohl nicht sein. Ich habe dann gesagt, ganz offensichtlich ist die Debatte aufgekommen, ob wir mit solchen bewaffneten Drohnen unsere UN-Missionseinsätze schützen können, weil die natürlich auch oft angegriffen werden. Das sind ja alles keine Kriegseinsätze, die wir machen im Ausland, sondern das sind ja alles, wir sind ja da sehr stark gebunden auch durchs Grundgesetz, sondern es sind alles Hilfsmissionen sozusagen. Unterstützungsmissionen, Hilfsmissionen. Meistens ist es Aufbau von Infrastruktur oder auch Sanitätseinsätze oder Ähnliches mehr. Und trotzdem gerät man natürlich da zwischen die Fronten und die müssen beschützt werden. Und das sei also jetzt der Hintergrund. Die Gabriela hat heute in der Fraktionssitzung nochmal deutlich gemacht, dass es darum geht, die Sachen zu besprechen, zu überlegen, ob es unter bestimmten und sehr, sehr engen Umständen möglich wäre, statt mit bewaffneten Flugzeugen, mit bewaffneten Drohnen solche Einsätze zu schützen und gegebenenfalls eingreifen zu können oder nicht. Und am Ende der Debatte würde eine Entscheidung stehen. Und da kann ich jetzt sagen, okay, da habe ich viele, sehr, sehr viele Fragezeichen. Ich finde es problematisch. Und deswegen müssen wir auch intensiv darüber reden, dass die Bedarfe immer wieder angemeldet werden, dass sie das haben wollen, ist klar, das ist ja allgemein bekannt. Und dann will man sich auch da dem Gespräch nicht verweigern. Aber für mich ist ganz klar, dass wir da sehr, sehr kritisch sind. Also ich meine, das wäre jetzt zum Beispiel ein Thema, wo ich auch an dich direkt appellieren würde, dass wir da nicht einknicken, dass wir da standhaft bleiben. Ja. Ich halte von bewaffneten Drohneneinsätzen absolut gar nichts. Wir sehen bei den Amerikanern, das hat zu horrenden Kriegsverbrechen geführt. Anders kann man das nicht sagen, tut mir leid. Wenn sich anschaut, was da in Pakistan passiert ist und. Dinge, die aufgeklärt wurden durch irgendwelche WikiLeaks-Akten und. Und das ist eigentlich kein Zustand, den wir mit unserem oder zumindest auch mit dem Friedensverständnis, was unter anderem auch zu meinem Eintritt in diese Partei geführt hat, eigentlich so mittragen sollten. Aber ihr seid da ja in einem Diskussionsprozess, bitte bleibt da standhaft. Sonst, weil wir Jusos haben da eine klare Position. Und ich meine, wir hätten auch sehr klare Parteitagsbeschlüsse zu dem Thema. Auch die SPD hat da eine klare Position, ganz klar. Da ist gerade gefragt worden, habe ich gesehen, warum wir Angriffskriege der USA unterstützen. Ich glaube nicht, dass wir das tun. Gerade zum Beispiel der Kriegseinsatz der USA gegen Irak
Da hat Gerhard Schröder damals noch entschieden, daran auf keinen Fall teilzunehmen. Das ist eine ganz klare Haltung auch, glaube ich, da muss man sagen, der SPD auch an der türkisch-irakischen Grenze ging es immer darum, Ausbildungsmissionen, die Kurden auch dabei zu unterstützen, den IS zu besiegen, was notwendig war, weil die dort ja Massaker veranstaltet haben. Man musste die sowohl ausbilden als auch Waffen in die Hand geben, weil die ihr Leben retten mussten. Ansonsten hätten wir es eben den Amerikanern und den Russen überlassen, dann mit Raketenbeschuss davor zu gehen. Und wir wollten, dass sie sich selber wehren können. Aber das ist kein Bundeswehreinsatz. Diese Debatte, so spannend ich sie auch finde, und wir sind sicherlich erst am Anfang dieser Debatte, ja. Und ich kann dir zumindest für die Users hier auch im Ländle garantieren, wir werden uns sehr intensiv auch in diese Debatte einbringen und unseren Standpunkt klar machen. Aber ich bin da auch guter Dinge, dass ihr da im Bundesvorstand auch standhaft euch gegenüber unserem Koalitionspartner, mit dem es nicht immer einfach ist, zeigt. Ich würde aber jetzt gerne tatsächlich auch noch ein weiteres Thema aufmachen mit Blick auf die Uhr, okay, weil uns dazu auch ein paar Fragen erreicht haben. Mhm. Und das ist, wir kriegen natürlich schon immer den Vorwurf, wir würden uns viel mit uns selbst beschäftigen. Ich nehme das gar nicht so wahr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, manchmal tendieren wir dazu, in unseren Blasen zu versinken. Aber wenn ich das mit anderen Parteien vergleiche, glaube ich schon, dass wir eine Partei sind, die sich sehr, sehr mit der Realität beschäftigt und auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, stehen auch wir vor der Erkenntnis, irgendwas in unserer Partei muss sich verändern. So, wir können nicht Politik machen wie in den letzten 150 Jahren. Wir haben Werte, für die wir einstehen. Wir haben ein Fundament, was uns leitet, aber wir müssen uns als Partei verändern. Und wie diese Veränderung stattfindet. Erster Aufschlag war meiner Meinung nach, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte unserer Partei basisdemokratisch ein Vorsitzendenpaar nominiert haben, was dann im Dezember gewählt wird. Aber es gibt da ganz viele weitere kleine Schritte. Und ich habe letztes Jahr, als ich gewählt wurde, ein Interview gegeben, in dem ich gesagt habe, die SPD muss jünger werden. Nicht personell, sondern vor allem im Denken. So, ich glaube, wir müssen agiler werden. Ich glaube, dass eine 20%-Partei, ich bleibe jetzt mal ein bisschen optimistisch, anders funktionieren muss als eine 40%-Partei. Saskia, das ist jetzt ein Mammutfeld, aber wenn du das so ein bisschen gliedern müsstest, in welche Richtung verändern wir uns und wie müssen wir uns verändern? Also Agilität brauchen wir zum Beispiel in dem großen Schiff im Willy-Brandt-Haus in Berlin, wenn es darum geht, Wahlkämpfe zu organisieren, dann müssen wir in der Organisation agiler werden. Das ist also dann das Hauptamt. Ja, das Hauptamt muss agiler werden, aber auch natürlich unsere ehrenamtlichen Strukturen sind sehr, sehr, sehr altertümlich. Ich will die nicht weghaben, aber ich will Alternativen dazu schaffen. Ich will, dass Mitglieder, zum Beispiel beitreten, um sich in einem bestimmten Thema zu engagieren. Wenn dann zu mir jemand kommt und sagt, ich brenne für den Klimaschutz und das ist was, wo ich mich mit beschäftigen will, wo kann ich in deiner SPD hingehen? Da fällt mir nichts zu ein. Das ist halt schreiend fatal. Ja? Ich sage dann, du kannst zu deinem Ortsverein gehen, aber vielleicht hast du Glück und da ist jemand, der das auch oder noch, ja, aber sonst wird es echt schwierig. Es gibt keine Arbeitsgemeinschaft zu dem Thema. Oder Digitalisierung, ich will Digitalisierung. Ja, kannst du zum D64 gehen, ist aber keine Arbeitsgemeinschaft der SPD, ja. Und das ist natürlich jetzt in den mitgliederstarken Gegenden wie in sagen wir mal, Köln, wo Norbert Walter-Borjans herkommt, dessen Kreisverband hat 4000 Mitglieder, meiner hat keine 400, ja. Dort ist es kein Problem, eine steuer- und finanzpolitische Arbeitsgruppe zu gründen. Da kommen sofort 50 Leute und haben da Interesse dran. Ja, bei mir kämen dann 5, da ist mit Arbeitsgruppe nicht so richtig doll, was zu machen. Und das ist einfach das Problem, dass wir dann eben andere Strukturen auch finden müssen, wie die Leute sich einbringen. Das haben wir aber jetzt beschlossen, die Themenforen, Online-Themenforen einzurichten. Genauso haben wir beschlossen, einen Mitgliederbeirat zu installieren. Einmal im Jahr mit 20 zufällig ausgewählten Mitgliedern zu besetzen und dann mit denen im Laufe des Jahres eben als Beirat auch zu arbeiten, sich immer wieder Feedback zu holen.
Das machen wir natürlich auch, indem wir Telefonkonferenzen anbieten und da kann anrufen, wer will. Aber es hat natürlich mehr Struktur, wenn das ein Jahr lang immer die gleichen 20 sind, weil dann kommt so eine Kontinuität rein im Gespräch, ja. Das sind Veränderungen, die wir gemacht haben. Wir haben auch uns vorgenommen, Strukturen zu verkleinern. An manchen Stellen ist es gelungen, an anderen nicht. Bei den Stellvertreterposten im Parteivorstand ist zum Beispiel schiefgegangen. Aber wir versuchen es, ja. Und ja, wenn wir jünger im Denken und auch agiler und in stetige Erneuerung sein wollen, dann müssen wir, glaube ich, auch noch ein paar weitere Schritte gehen in Richtung dessen, was SPD Plus entwickelt hatte. Da haben wir einige der Anträge auch verstärkt aus meinem Kreisverband. Ich weiß auch, dass die Jusos in Baden-Württemberg es getan haben, beispielsweise eben so ein rollierendes System zu haben. 10% eines Vorstands müssen jedes Jahr ausgetauscht werden oder so, damit da nicht die Leute dann 20 und 25 Jahre, ich glaube, in Baden-Württemberg gibt es einen Kreisvorsitzenden, der war mal 40 Jahre Kreisvorsitzender. Das ist dann schon, ja, da bist du einfach ein bisschen fest, sehr fest in deinen Strukturen, ja. Und ich glaube, da können wir echt viel machen. Dann kommt es zum Thema Kommunikation. Wie reden wir eigentlich miteinander? Wie arbeiten wir mit Kommunikationsmitteln? Wie sagen wir zum Beispiel diesen E-Mails, keiner liest, die von der SPD kommen. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser geworden ist mit unseren, weil wir versuchen immer diese Jubelsprache loszuwerden. Ja, wow, wir haben wieder 100% Sozialdemokratie durchgesetzt, wenn es eigentlich darum geht, einen Kompromiss zu verkaufen. Finde ich, kann man auch sagen, ist ein Kompromiss, wir stehen dazu und wir finden das und das und das daran gut, ja, aber hey, es ist halt ein Kompromiss. 100% Sozialdemokratie sieht anders aus. Manche denken, damit macht man sich klein. Ich finde, wir machen uns damit ehrlich. Und deswegen da auch ein Stück weit was zu verändern, aber vor allem auch die Kommunikationsformate halt wirklich für Dialog zu nutzen und nicht nur zum Broadcasten. Das ist total wichtig. Liebe Saskia, ich hätte jetzt noch so viele Fragen tatsächlich und ich sehe, die Fragen sprudeln auch ein. Mit Blick auf die Uhr haben wir aber natürlich ein bisschen das Problem, dass unser Setting so auf eine Stunde reduziert ist. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn das für dich in Ordnung ist, ich würde Fragen nochmal sammeln. Einige sind ja noch da und vielleicht kriegen wir noch eine weitere Session hin, wo wir uns vielleicht auch noch ein bisschen thematisch fokussierter austauschen können und noch ein bisschen diskutieren können. Ich möchte vielleicht noch einen Satz sagen, weil da kam jetzt ein paar Mal Hartz IV. Bitte schaut unbedingt in unser Sozialstaatspapier. Beim letzten Bundesparteitag hat die SPD einen historischen Schritt gewagt. Wir haben uns endlich dafür entschieden, Hartz IV hinter uns zu lassen und es durch ein modernes Sozialstaatskonzept zu ersetzen. Da stehen dann auch die Antworten auf ein paar einzelne Fragen drin. Liebe Saskia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du jetzt vielleicht noch, wir haben noch 2 Minuten, hast du vielleicht noch einen kurzen Satz, den du den Leuten, die hier mit im Chat waren, mitgeben möchtest? Ja, total gerne. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ich komme gerne wieder. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir uns austauschen, dass wir ehrlich dabei sind, dass ihr mir eure Meinung sagt und dass ich auch ehrlich sagen kann, wie Politik für mich funktioniert und wo ich auch dann mal scheitere. Das muss ich auch sagen können in so einer offenen Runde. Und dann bleiben wir in einem guten Gespräch. Und ich hoffe, dass wir zusammen im nächsten Jahr die Kraft haben, erstmal in Baden-Württemberg ein gutes Ergebnis zu holen in der Landtagswahl und dann natürlich auch die Bundestagswahl zu gewinnen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir bleiben dran, wir kämpfen dafür. Vielen Dank und dir noch einen schönen Abend, Saskia. Ebenso. Tschüss. Tschüss.